Ran wir los? Okay, aber nicht so kopflastig wie ein Philosoph. Dann müsste ich ja jeden Pedaltritt einzeln durchdenken. Ah, klingt so, als hättest du den großen Zenon von Elea studiert. Wen, bitteschön? Zenon von Elea. Lebte vor 2500 Jahren und stellt uns heute noch vor Aporien, sogenannte Denkaufgaben. Er meint, wir sollen kritisch mit unserem Denken umgehen. Wie unromantisch. Ich sehe lieber alles positiv. Was aber, wenn dich deine Wahrnehmung in die Irre führt? Vielleicht wird ja auch bloß was vorgegaukelt. Nur das Denken führt zur Klarheit. Total kopflastig. Radfahren ade. Und das bei dem schönen Wetter da draußen. Dabei ist Zenon eine echte Fundgrube, selbst für heutige Autofahrer. Wie ist das möglich? Damals gab es doch noch keine Autos, oder? Aber Wettrennen schon. Den Wettlauf zwischen Achill und der Schildkröte. Ein Teilungsparadoxon. Da gibt es Denkschwierigkeiten. So wie bei Hase und Igel. So ähnlich, ja. Achill ist ein Held, ein starker Muskelmann. Und trotzdem, die Schildkröte hat immer einen Vorsprung. Und immer, wenn Achill an ihrem vormaligen Ort ankommt, ist die Schildkröte wieder ein Stück weiter. Der Abstand wird zwar immer kürzer, aber Achill holt sie niemals ein. Was du nicht sagst. Jeder weiß, dass ein Mann schneller ist als eine Schildkröte. Typisch Philosophen. Aber vielleicht geht es dir bei unserer Fahrradtour auch so, dass ich dich niemals einholen werde, obwohl ich viel schneller bin als du. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt habe ich wirklich Denkschwierigkeiten. Es kommt noch besser mit den Denkschwierigkeiten. Das Fallen eines einzigen Hirsekorns, das man nicht hören kann, im Vergleich zu einem ganzen Sack, wird die Hülse ausgeschüttet, hören wir lautes Prasseln. Ist doch seltsam. Viel Nichts macht viel Lärm. Viel Lärm um nichts. Aber jetzt wird's spannend. Geh du mal zum Tankwart und frag ihn, was ein Tropfen Benzin kostet. Seine Antwort? Natürlich nichts. Tankwart, tröpfeln Sie mal eben den Tank voll. Bei dir muss man aber aufpassen. Bei Zenon von Elea muss man aufpassen, denn er versucht, die Denkschwierigkeiten zu erzeugen. Sag ich doch. Kopflastig. Dann lass uns endlich mit der Radtour beginnen. Heutzutage bilden wir uns ein, mehr als vor 2500 Jahren zu wissen. Klingelingeling. Wir häufen bis in die Zukunft unendlich viel Wissen an. Von der unendlichen Zukunft aus betrachtet, wo es unendlich viel Wissen geben müsste, ist unser Wissen heute gesehen unendlich wenig. Eigentlich nichts. Da ist der Unterschied zu der Zeit von vor 2500 Jahren gar nicht mehr so groß. Aber gar nichts wissen ist auch nicht gut. Weise Worte. Lass uns Rad fahren.